arme Dana. Tja, das passiert halt, wenn man sich erwischen lässt. Musst du ihr wissen? Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe endlich diese Verordnung zum Glücksspiel gefunden. Ein Verstoß kann mit bis zu 500.000 Euro Strafe geahndet werden. Und ich kann meine Konzession verlieren. Tristan, Olli hier. Ruf mich sofort zurück. Es ist dringend. Wir müssen reden. Hi. Oh. Dana. Hey. Die Leute können sich doch bestimmt denken, dass du in echt nicht so scheiße aussiehst. Du weißt doch, wie das ist. Heute ist es eine Schlagzeile und morgen wickeln die Leute ihren Fisch da drin ein. Genau, und es weiß doch jeder, dass in diesem Schundblatt nur Käse steht. Hm? Naja, ich lese die eigentlich ziemlich gern. Oh. Das glaubt doch kein Schwein. Jemand was dagegen, wenn ich das hier entsorge? Ja. Sieht ja gut aus. Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Also, warum ich euch eingeladen habe, ist, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Es hat sich einiges verändert. Das kann man so sagen, ja? Ich kann eure Sorge verstehen, aber ich hätte mir auch eine andere Nachfolge für meinen Vater gewünscht. Aber bis jetzt hat Ansgar noch keine Anstalten gemacht, grundlegende Dinge zu verändern. Also bis auf Weiteres bleibt alles, wie es ist. Sehr beruhigend. Machen wir uns nichts vor, Ansgar an der Spitze des Familienunternehmens ist, etwas anderes als mein Vater. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir das Derby gewinnen. Natürlich werde ich gewinnen. Sie können sich auf mich verlassen. Wenn du beim Rennen an den Start gehst. Ich sehe hier sonst keinen Jockey, der meine Qualitäten hat. Oder unverletzt ist. Das kann sich schneller ändern, als du denkst. Heute Nachmittag kommt der Arzt im Gestüt vorbei und bringt die Untersuchungsergebnisse. Hi. Na, endlich. Hörst du eigentlich nie deine Mailbox ab? Mein Mantel muss hier irgendwo rumliegen. Hinter meinem Handy. Hast du eine Ahnung, was diese Aktion gestern für mich wegen bedeutet? Letzter Nacht. Wenn die dir eine Strafe aufpumpen sollten, werde ich das übernehmen. Weißt du, wie viel das werden kann? Wir sprechen ja von illegalem Glücksspiel. Olli, ich habe dir die Sache eingebaut. Ich werde auch dafür aufkommen. Okay, danke. Und das noch was. Ich kann meine Konzession verlieren. Jetzt warte erst mal ab. Außerdem ist mein Bruder ein super Anwalt. Das wird schon. Der Mantel von Marlene ist auch noch da. Nimmst du den auch mit? Klar. Danke. Bis später. Ciao. Ich will tun, was ich kann. Und die zählt weiterhin auf euch. Oh. Voilà. Danke. Bitte. Und wenn dann Herr Pflock nach mir fragt, dann sagen Sie ihm doch bitte, dass ich nicht länger warten konnte. Okay. Guten. Erst sagst du mir, ich soll mich mehr anstrengen und dann ist es dir auch wieder nicht recht. Wenn dein Puls über 80% deiner Maximalfrequenz steigt, dann ist das Training ineffektiv, Theresa. Und was soll ich deiner Meinung nach bitte tun? Hey, ich habe schon gehört, wie es gelaufen ist. Es tut mir echt leid, dass es nicht klappt. Danke. Mir tut's auch leid. Hey, das ist so unfair, nur weil der Sattel nicht gehalten hat. Ich habe von der Firma immer noch kein Feedback bekommen, ja? Der hat mir versprochen, den Sattel zu kontrollieren und sich sofort zu melden, wenn er Materialfehler gefunden hat. Das bringt doch jetzt auch nichts mehr. Sagt er nur selber schuld. Zu blöd ist, sich auf dem Pferd zu halten, er soll es lieber bleiben lassen. Von heute an wirst du dich nur noch um Theresa kümmern, okay? Wir checken gleich nochmal deinen Trainingsplan. Ich bin ein Wettkampftyp. Kein Trainingstyp. Ich denke, da lässt sich noch die ein oder andere Stelle optimieren. Hören Sie bitte auf seine Anweisungen. Wir müssen das Derby gewinnen, sonst... Was sonst? Na, nichts. Und?
du noch mal mit Dana gequatscht? Ihr geht's ziemlich beschissen, ne? Das war noch untertrieben. Aber sie hätte echt ein Champion werden können. Das war ihr großer Traum. Und umso größer ist die Enttäuschung, wenn aus der Profikarriere nichts wird, ich weiß. Muss sie denn immer wieder eins draufkriegen? Hat Dana nicht schon genug mitgemacht? Es muss doch etwas geben, wie man ihr helfen kann. Irgendein Mittel, damit sie wieder reiten kann. Du meinst beim Derby? Ich weiß ja, dass das Quatsch ist. Dr. Breitner hat's verboten und das war's dann. Also ich habe da noch mal so ein bisschen im Internet recherchiert, Hagen. Bei einem Bänderanriss darf Dana den Knöchel belasten. Sie darf ihn nur nicht überlasten. Also ich weiß nicht, ob es wirklich was bringen würde, aber... Aber was? Ich habe so einen Bericht gelesen über einen orthopädischen Schuhmacher, der sich ausschließlich auf Reiter spezialisiert hat. Und du meinst, er könnte Dana helfen? Hagen, ich will dir keine Hoffnung machen, aber diese Stiefel, die er herstellt, das sind angeblich orthopädische Meisterleistung, reine Maßanfertigung. Und alle Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe, die waren positiv. Name und Adresse. Guten Tag. Mein Name ist Mann, Christian Mann. Hallo. Grüezi. Christian war es, der Sie mir empfohlen hat. Oh. Dann merci vielmal, oder? Oder? Sagt man so, glaube ich. Ah. Und? Was sagt Dana zu Ihrem Glück? Nichts, sie hat gekündigt. Was? Und jetzt? Gute Frage. Herr Oberli ist da, ich habe hier eine halbe Schuhwerkstatt einrichten lassen. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Danas Maße. Das Essen war gut, Dankeschön, oder? Keine Ahnung, ich habe noch nicht probiert. Ich habe ja schon viel über Sie gelesen. Sie haben sogar schon Schuhe für die Stones gemacht. Oder ist das ein Geheimnis? Das ist kein Geheimnis. Das war der Kite. Ach, der Keith. Yeah. Ja, der Kite. Der wollte ein paar spezielle Schuhe. Aber dann hat er sie nicht getragen. Und wie haben Sie ihn dann überzeugt? Gar nicht. Der Mick hat gesagt, paint it black. Das habe ich dann gemacht. Und dann hat er sie getragen. Sie müssen ihr Maidli-Leben auch auf ihr Glück aufmerksam machen. Ja, das Maidli ist leider sehr glücksresistent. Sag mal, wir haben da noch Danas medizinische Unterlagen, oder? Die Röntgenbilder, die CT-Aufnahmen? Würde Ihnen das reichen? Ich brauche dann nur noch einen eingelaufenen Stiefel von dem Maidli. Da machen wir kein Büro auf, das reicht dann. Entschuldigen Sie, ich bin gleich wieder da. Ja, nur nicht gesprengt. Ich bin aus Bern. Ja.